Sollen wir irgendwas sagen? Hast du nicht zugehört? Nein, ich komme einfach ins Bild gesprungen. Aber erstmal klotzt ihr euch gegenseitig richtig ein bisschen doof an. Hey Freunde, gepflegt, lasst mich putzen. Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Wir kochen heute. Und das Geile ist, also meine Idee ist, da das letzte Mal alleine kochen katastrophale Folgen hat. Oh, du sollst doch aufpassen! Siehst du? Jetzt hast du sie verbrannt. Ja, ich hab jetzt da gesucht. Ja, genau. Du musst dich auf das Wesentliche konzentrieren. Mach neue. Ja, genau. Für die Küche und auch für meinen Kopf dachte ich mir, ich lade mir zwei Mädels ein, unter anderem Nancy Ludwig. Hallo. Und meine Ernährungsberaterin Miriam Krug. Einen wunderschönen. Und wenn es heute in die Hose geht, dann habe ich ein Problem. Dann war ich nicht alleine dran schuld. Dann habe ich ein Problem. Also, viel Spaß. Miriam, was hast du denn alles mitgebracht? Ich dachte, ich mache heute mal eine vollwertige Mahlzeit. Wir haben Kartoffeln, Kohlenhydrate, dann wunderbares Gemüse für den Max. Also ich hätte jetzt Lust zu gehen und zu sagen, macht doch euren Scheiß alleine. Na, Zucchini und Karotten für den lieben Max. Boah, das ist so cool. Dann gibt's das Ganze überbacken mit Käse. Guacamole. Ich hoffe, du hast Gewürze und Zitrone. Super. Und alle Veganer müssen jetzt weghören. Wir haben wunderbares Rinderfilet dabei. Und noch geröstete Kichererbsen. Sind die schon geröstet oder werden die noch geröstet? Die werden noch geröstet. Alles für die Faulheit von Maxi, ich glaub's nicht. Also wir müssen jetzt einteilen. Und zwar, du bist fürs Fleisch verantwortlich, bitte schön. Wir machen die Kichererbsen und die Kartoffeln zuerst, danach machen wir das Gemüse. Du schneidest die Kartoffeln und ich hau das ganze Zeug zusammen und ich mache die Kichererbsen. Alles da rein. Wenn ich für das Fleisch verantwortlich bin, heißt es ja, ich muss nur dafür sorgen, dass das Fleisch angebraten wird. Ich hätte gerne medium rare. Ja, alles klar. Dann würzen wir auch hinterher, oder? Ja, jeder kann selber würzen. Ja. Genau. Okay. Gut. Ready? Wir fangen mit den Sachen an, die natürlich länger im Ofen brauchen. Nancy ist bei den Kartoffeln, ich mache das Gemüse, währenddessen Max noch ein bisschen chillt. Und dann geht's an die Kichererbsen. Genau. Ja, so gefällt mir das. Das ist die perfekte Arbeitsteilung. Genau, Karotten. Werden die noch geschält? Willst du noch ein bisschen mehr kommentieren, ne? Ja. Werden die noch geschält? Ja. Sehr gut. Schön. Nancy, du weißt, was zu tun ist. Was willst du denn haben? Pommes. Ja, bei Nancy, kochst du oft zu Hause oder bestellst du eher? Ich koch oft zu Hause. Was gibt's da so? Klassiker, Reishühnchen und Gemüse. All day, every day, oder? Ja, ich bin faul. Nice. Und du, Miri? Ich koche jeden Tag. Ja, ich koche auch jeden Tag. Jeden Tag fresh. Was ist die Frage? Am Wochenende bin ich dann ab und an mal zu faul. Der wird dann schon mal bestellt, oder? Ja, das ist eine oder andere Mal. Und was bestellt man da so? Hauptsächlich beim Asiaten bzw. beim Vietnamesen. Und wenn ich dann einfach mal keinen Bock habe, dann gibt es auch mal eine Pizza. Was? Oh. Bitte was? Ich sag schöne Maserung, wenn man die so sieht. Sind sie happy? Ja. Kann ich hier eigentlich noch irgendwas helfen? Nö. Also wenn die Pommes nachher nicht so schmecken wie bei McDonalds, dann... Kann mir mal ziehen. Frei nach Hause, du. So. Das war kein Spaß mehr. Und schneide ich bitte nicht. Das Problem, was immer viele haben, ist, dass sie sich Gemüse oder keine Ahnung was fertig machen wollen, aber das Ganze nicht gut schmeckt. Deswegen, das Einfachste ist immer Öl reinhauen und Gewürze, auf die ihr abfahrt. Und ich würde immer so 1 bis 2 Esslöffel pro Person bzw. pro Portion machen. Wer übrigens ein bisschen mehr von mir wissen möchte, ich bin ein absoluter kranker Tollpatsch. Also magst du nicht, wenn ich heute irgendwas in deiner Küche kaputt mache, runterschmeiß? Du bist ja bestimmt gut versichert, oder? Ich hab eine Haftpflicht. Ja, das reicht. Ja.
haben wir zu den gerösteten Kichererbsen. Das ist dasselbe Spiel beim Gemüse. Die haben auch so 30 bis 35 Minuten, wo sie im Ofen sein sollten. Für den perfekten Cross kann man eigentlich wie Chips essen. Ne, Max, wer Chips möchte, kann auch geröstete Kichererbsen essen. Das ist genau deins, nicht? Nein. Weiß ich noch nicht. Genau, wir haben ja mit den Kartoffeln die Kohlenhydratquelle, mit dem Fleisch die Proteinquelle. Das sind natürlich unsere Gemüsesorten bzw. vegane Proteinquellen. Und als Fettquelle haben wir neben dem Öl, was sehr, sehr gering ist, uns für den wunderbaren Mozzarella-Käse entschieden. Und es ist nicht schlimm, wenn man Milch- oder Käseprodukte zu sich nimmt, für alle, die das denken. Deswegen gehen wir so die Hälfte der Packung drauf. Und dann ist für alle, die Gemüse hassen, das ganze Ding auch ein bisschen leckerer gemacht. Weil das ist nämlich das Problem, was viele haben, dass das ganze Zeug immer gut schmeckt. Wenn übrigens jemand von euch gerne das ganze Geschichte vegan haben möchte, weil er nicht unbedingt Fleisch möchte, dann sind so Geschichten wie Tofu ganz geil. Oder ihr erhöht einfach die Menge an den Kichererbsen, die ihr sozusagen vorbereitet habt. Ist auch eine sehr gute vegane Proteinquelle im Übrigen. Sag mal, Miri. Ja, Max. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Ernährungsberaterin zu werden? Ich war ganz klassisch mal ein bisschen mopsiger. Hab dann einen Ernährungscoach gehabt vor 4 Jahren. Dann bin ich dünner geworden, dann wollten alle Leute so ausschauen wie ich und ich hatte keine Ausbildung und kein Studium und dann habe ich mich an eine 1,5-jährige Ausbildung gemacht. Und dann kamst sogar du schon nach 1,5 Jahren, glaube ich, so um die Ecke. Und dann kam Nancy. Das ist total schön, ne? Wenn man sieht, wie gekocht wird. Ja, ne? Das ist auch klasse. So. Aber das ist eben das Los, dass man gezogen hat, wenn man Ernährungsberaterin ist. Da bin ich echt ehrlich, ne? Ich dachte am Anfang natürlich, ich muss nicht so viel kochen und den ganzen Scheiß, aber im Endeffekt macht es ja Spaß, aber alle Leute verlangen von einem, dass man gut kochen kann, dass man weiß, was Lebensmitteltechniker wissen sollten. Und ich weiß das einfach alles nicht. Aber einfach nur, weil Lebensmitteltechniker genau dafür ausgebildet worden sind, um zu wissen, wie der Herstellungsprozess von verschiedenen Lebensmitteln ist. So. Weißt du, was mal richtig lustig war? Da war ich nur bei Miri Mittagessen. Sie hat alles vorgekocht und alles Mögliche auf den Tisch dann gestellt. Und dann stellte sie mir auf einmal die Küchenwaage hin, hier, wie ich jetzt dein Essen habe. Das war richtig mies. Das war aber, glaube ich, zu der Zeit, wo du auch das Gewicht machen musstest. Das ist richtig. Ja, siehst du? Also habe ich das immer gemacht. Siehst du? Ich dachte nie, dass ich dich dazu hinbekomme, übrigens, dass du das wirklich mal machst. Mein Essen abwiegen? Ja. Viel eher, als es zu tracken. Ja, da habe ich auch einfach aufgegeben. Das war, ja. So, das hast du genau. Oregano, Kurkuma. Also pass auf, für die Guacamole, für die nicht vegane Version, körniger Frischkäse, eine ganze Avocado zerbatschen, dann eine halbe Zitrone auspressen und dann Gewürze je nach Bedarf. Natürlich kommt eigentlich noch bei voll vielen Leuten Tomaten, Zwiebeln, ganz viel Knoblauch rein, aber ich bin halt nicht so der Knoblauch-Zwiebel-Fan. Wer das natürlich von euch braucht, kann das gerne reinmachen. So, habe ich das jetzt schon? Nee, das war nicht mehr. Das magst du alles, ne? Was da drin ist. Ich hau einfach rein. Ich esse es dann einfach. Okay, gut. Wenn du dann kotzt, dann ist es okay. So. Und die Guacamole. Das hast du irgendwas gemacht, ne? Ich hab nur blöd geglaubt. Ja, ich fand den Spruch aber jetzt auch klasse. So, und die Guacamole ist ein richtig geiler Dip für die ganzen Kartoffeln, die hier drin sind. Könnt ihr auch aber als leichte Soße für, keine Ahnung, Süßkartoffeln, Reis, was auch immer nehmen. Ich nehme es gerne als Dip. Das ist jetzt zum Beispiel ein, das maximal 2 Portionen. Ich habe mich ein bisschen verschätzt, weil ich habe... Mango kann ich noch dienen. Ja, die Mango passt aber nicht so gut dazu, die ist auch schon matschig. Ich habe gestern Mango mit Zwiebeln gemacht. Da dachte ich auch, es passt nicht. Krass, ja, okay, ist japanisch, ne? Ich verzichte auf die Guacamole, damit ihr schönen Menschen einen guten Dip habt. Musst du jeden Tag immer bestimmte Kalorien essen, dann darf das auch schwanken. Noch 10 Minuten. 10 Minuten. Sie können mit dem Fleisch beginnen, Herr Lang. Okay, dann kommen wir jetzt hier zu meiner Geheimwaffe, ein Opti-Grill. Habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, aber so viel Fleisch habe ich tatsächlich noch nicht drin gemacht. Ganz easy, ich mache ihn an, dann wähle ich aus Rindfleisch, drücke auf OK, dann heizt er vor, dann gibt er mir ein akustisches Signal, dann ist er bereit. Dann ballere ich das Fleisch drauf, mache zu und er hat ein total komplexes, schwer zu verstehendes System,
das misst, wie dick das Fleisch ist und weiß dann automatisch, wie lang. Ne? Und dann sehe ich hier quasi auf diesem regenbogenfarbenen Display, wie weit es ist. Also wenn du wolltest ja kein Well Done, ne? Das heißt, wir sollten das ausnehmen, bevor... Echt? Naja, groß bluten wird das nicht mehr, aber... Ja, du weißt schon. Medium rare. Ja, das, also müssen wir dann so die Farbe hier finden, ne? Das ist so ein... Ja, finde ich gut. Gelb in Richtung Orange. Was willst du? Du willst... Auch Medium, bitte. Ah ja, dann machen wir es halt für alle so. Ich guck erstmal kurz. Ich schneide mal ein dickes an. Was ganz, ganz wichtig ist, bitte immer nicht das gleiche Messer für Gemüse und Fleisch nutzen, bitte zwischendurch abwaschen und auch unterschiedliche Bretter nutzen. Die Niri will nämlich für euch jetzt zwei Teller anrichten. Einmal der Teller für Sportler, was die brauchen, und einmal Teller für Leute, die abnehmen wollen, beziehungsweise ein bisschen weniger brauchen, weil sie sich weniger bewegen. Boah, riechen tut's wieder Häme. Also für Leute, die weder abnehmen wollen, noch Personen sind, die sehr, sehr wenig Sport machen, also sehr viel Sport machen, ist sozusagen der Teller sehr repräsentativ, bedeutet, es ist eine höhere Anzahl an Gemüse bzw. Ballaststoffen enthalten, es sättigt mehr, die Anzahl bzw. Menge an Kohlenhydraten, also Kartoffeln, ist auch weniger, Proteine bzw. Fleisch kann gleich bleiben, währenddessen bei der, ich sage immer gerne bei der Performance-Gruppe, wie zum Beispiel Max, ist der Anteil an Gemüse ein bisschen weniger und der Anteil an Kohlenhydraten, in dem Falle Kartoffeln, ein bisschen höher. Bedeutet, Kohlenhydrate sind nicht schlecht, jeder kann Kohlenhydrate essen, ihr müsst einfach nur darauf achten, was die Menge am Ende ist. Hier, guck mal, deine Schokolade. Oh, danke. Und Schokolade gibt es natürlich am Ende auch mal ein kleines Stückchen, ne? Was ist das eigentlich? Kakao, geil. Mhm. Habe ich schon genascht von, wie man sieht. Ja. Deswegen stand natürlich nicht auf dem Essensplan. Ne? So, nochmal kurz Instagram, dass alle zufrieden sind. So, ich bin jetzt der Tester. Hä? Ich bin jetzt der Tester, habe ich gesagt. Hm. Bisschen Gemüse, ich krieg's nicht drauf. Schmeckt's dir? Ist doch jetzt endlich mal. Das sind wie die kleinen Kinder, die sagen, wann sind wir endlich da, wann sind wir endlich da? Aber ich muss sagen, der Grill von Max kann einiges. Das Fleisch ist echt lecker, muss ich sagen. Ist gut. Und die Guacamole ist auch gut. Und Gemüse ist halt Gemüse. Gerade noch so gerettet. Das Gemüse ist eigentlich überbacken. Aber hat super funktioniert. Aber ist trotzdem lecker. Wieso habe ich echt keine Zucchini auf meinem Teller? Ich dachte, weil ich Max kenne. Und Max mag keine Zucchini. Guten. Na denn? Hallo ihr zwei! Und? Alles cremig? Hallo! Ola, ola! Ja, sehr verständlich! Was macht ihr? Also, ich habe gerade mein Bügelbrett aufgebaut und mein Uniform für morgen bügeln. Ich bin noch ein bisschen im Stress und muss noch ein bisschen Kochseminar planen. Was machst du, Max? Ich habe gerade festgestellt, dass wir völlig vergessen haben, das Outro zu drehen. Ey, ohne Scheiß, Leute, ich hab's euch dreimal gesagt. Oder? Wir wollten aber erst genießen, ne? Und das, ja, das, ich glaube, das musste auch sein. Ja, ja, natürlich. Okay, ja, klar. Was bedeutet das jetzt? Ja, wir holen das jetzt einfach nach. Okay. Ja, super, machen wir so. Hat Max jetzt einfach aufgelegt? Also Freunde des gepflegten Leistungssports, das war unsere gemeinsame Kochsession mit Nancy Ludwig und Miriam Krug. Ich hoffe, meine Rezepte haben euch gefallen. Da ist natürlich immer noch Luft nach oben. Wenn ihr Fragen habt, stellt gerne Fragen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne beide Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gerne beide Daumen hoch. Erzählt euren Großeltern, dass sie jetzt auch mal was anderes kochen können, außer Eintopf. Und grüßt vor allem eure Schwestern und Brüder oder wenn ihr sonst noch alles habt. Und ja, da würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal.